Womit bereitet man Gott eigentlich eine Freude? Hey, du wurdest zur Freude Gottes erschaffen. Als du geboren wurdest, hat Gott sich riesig über dich gefreut. Er wollte, dass du geboren wirst. Und deswegen sollte es auch unser erstes Lebensziel sein, ihm einfach mit unserem Leben eine Freude zu bereiten. Und das kann man einfach machen, wenn wir Jesus angenommen haben, so wie es in der Bibel steht. Dann bereiten wir ihm eine sehr, sehr große Freude. Denn Gott hat genauso wie du und ich Gefühle. Er kann zornig sein, er kann traurig sein, er ist ein eifersüchtiger Gott. Aber er kann sich genauso über dich freuen, lachen und ganz, ganz vieles mehr. Aber womit bereitet man Gott eigentlich eine Freude? Gott Freude zu bereiten, nennt man auch Anbetung. In Psalm 147, Vers 11 steht, er freut sich über alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade alles erwarten. Alles, was du tust und worüber Gott sich freuen kann in deinem Leben, ist eine Form der Anbetung. Selbst wenn du Gott nicht anbeten willst, irgendwas betest du immer an. Das kann dein Handy sein, es kann dein Partner sein, irgendwas, die Natur. Aber deswegen, weil wir auch irgendwas anbeten wollen, ist es doch umso cooler, wenn wir sagen können, hey, ich anbete meinen Schöpfer, der mich geschaffen hat. Gott möchte einfach, dass wir genau ihn anbeten, denn er hat uns geschaffen. Wir können durch die Anbetung ihm wieder was zurückgeben. In Johannes 4, Vers 23 steht, von solchen Menschen will Gott angebeten werden. Wenn du dich jetzt fragst, hey, was ist eigentlich Anbetung? Anbetung ist eben nicht nur Lobpreis. Anbetung ist im Gottesdienst genauso die Predigt, wenn man Menschen begrüßt, alles, solange es mit der richtigen Herzenseinstellung ist. Klar, Anbetung kann auch Lobpreis sein, aber das ist auch nicht die Musik oder Sonstiges, sondern einfach das, was die Worte sozusagen aussprechen. Wenn du die Worte mit dem richtigen Herzen dahinter sagst, ist das allein schon Anbetung. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob du sagst, hey, das ist eine richtig coole, schnelle Musik oder ich mag eher lieber die langsameren Lieder, sondern einfach das, was du durch die Worte, die in den Liedern stecken, zu Gott sagen möchtest. Und Anbetung sollte einfach, wie schon gesagt, aus unserem Herzen kommen. Wir sollen sie mit Wahrheit und Leidenschaft rüberbringen. Und Anbetung kann nicht nur im Gottesdienst geschehen, sondern es sollte vielmehr auch in unserem Alltag verwendet werden. Oder wir sollten Gott vielmehr im Alltag auch anbeten. Das können wir machen, indem wir ihn einfach mitnehmen in die Sachen, die wir machen. Wenn du zum Beispiel deine Zähne putzt, für deine Familie kochst oder mit dem Auto fährst, ein Gespräch mit Freunden führst, all das kann Anbetung sein, indem du einfach zu Gott in dieser Zeit sprichst und auch mit ihm immer wieder am Reden bist, auf ihn hörst und einfach mit in die Situation hineinnimmst. Und ich möchte dich heute einfach challengen, dass du Gott ganz genau damit hineinnimmst, in all deine Sachen, die du machst, ihn durch die Sachen anbetest, denn daran hat Gott Freude.